Damit wir jetzt nicht wieder den weiten Weg laufen müssen. Denn trotz der kurzen Ladezeit ist es immer noch schneller. So, diesmal wollen wir zum Zwergenpriester. Der müsste hier direkt gegenüber sein, wenn ich mich richtig erinnere. Pentalos. Schön, euch wiederzusehen, Mensch. Ich hoffe doch, ihr beschreitet den Weg der guten Götter. Ich glaube, ich habe den Heiligen Gral gefunden. Oh mein Gott! Fürwahr, das ist er. Die Götter waren wahrhaftig an eurer Seite, mein Freund. Gebt mir den Gral, sodass ich ihn mit dem heiligen Wasser aus unserer heiligen Quelle füllen kann. Sie ist an einem Ort, den nur ich erreichen kann. Ich dachte, sie ist an einem heiligen Ort. Wahrscheinlich auch das. Kann ich jetzt nicht da rein und alles wegnehmen? Und was ist denn das da für ein toller Ring? Und überhaupt? Nehmt dies, mein Freund. Ich habe gesegnetes Wasser von der heiligen Quelle in diesen Gral gefüllt. Ich dachte, heiliges Wasser. Die Berührung dieses Wassers vermag verwandelten Wesen ihre natürliche Form zurückzugeben. Sehr schön. Du hast nicht zufällig den Trank des Scheintodes bei dir? Nein? Schade. Ich weiß nicht warum, aber ich denke immer, das ist ein schwarzer Trank. Magischer Ring. Der hat bestimmt diesen Ring benutzt, in irgendeiner Form. So, okay, dann gehen wir mal noch bei dem Zwergenjuwelier vorbei. Kommen wir da hier hin. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich diese ganzen Teleporter hier nicht leiden kann. Und bist du fertig? Ich habe gute Kunde für euch. Der Halsschmuck ist vollendet. Ich hoffe, ihr seid mit der Qualität meiner Arbeit zufrieden. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wette, dieses Stück ist vom Original nicht zu unterscheiden. Ja, super. Elfenamulett. Das exakte Duplikat eines antiken Elfenamuletts. Ja, sehr schön. Das heißt jetzt Few, Nimble und Boratus. Oh Gott, wo finde ich denn die? Wo waren jetzt die Tiere? Sprechender Baum. Da oben? Nee. Da unten, Haus von Boratus. Ach Gott. Ja gut, dann gehen wir natürlich zuerst zu unserer Geliebten, die sich freuen wird, dass wir nur nach 3 Tagen Suche das Amulett schon gefunden haben und das geschafft haben, woran 2 Generationen von Elfen scheinbar gescheitert sind. Oder zumindest eine. Und meine Freunde, was habt ihr diesmal zu sagen? Was? Nichts mehr? Das heißt, es ist jetzt doch schon bis zum Ende ausgereizt. Das ist ja schade. Sieh an, der Mensch, der uns unsere heiligen Artefakte zurückbrachte. Sehr erfreut, euch zu treffen. Guten Morgen, Freund Elf. Bist du nicht der Elf, der die gleiche Stimme hat wie Lucien? Die Zwerge vermissten ihre hässliche Steinaxt, die für sie aus einem unverständlichen Grund heilig ist, und bezichtigten uns Elfen des Diebstahls derselbigen. Warum in aller Welt sollte ein Elf solch einen grobschlächtigen Gegenstand stehlen, frage ich euch. Glücklicherweise haben die Zwerge ihre Axt wieder und entschuldigen sich für die Festnahme eines unschuldigen Elfen. Ich hoffe doch, dass er hinreichend entschädigt wurde.
Vielen Dank für eure Hilfe, mein elfischer Freund. Ich gehe davon aus. Ha, vielleicht kann ich ja morgen dann schon heiraten, die edle Dame. Das wäre doch toll. Na, Süße? Wie schön, euch wiederzusehen. Ja gut, das haben wir schon. Elianessa, ich habe den Halsschmuck eurer Großmutter gefunden. Die Suche war voller Gefahren, aber das war mir gleich. Mein ganzes Streben galt nur einem Ziel, euch glücklich zu machen, indem ich ihn finde und euch bringe. Ihr habt ihn gefunden. Er ist schöner, als ich gedacht hätte. Das Bild wird ihm nicht gerecht. Das ist wunderbar. Die Tradition schreibt vor, dass wir ein Jahr zusammenleben. Danach gelten wir als verheiratet. Vielen Dank, mein Liebster. Ein Jahr statt großer Feier und Freunde einladen und so und Familie und... Na gut. Ist wahrscheinlich billiger. Na, obwohl... Ich fürchte, ich muss euch schon bald verlassen. Solange es keinen Frieden in Rivellon gibt, ist es meine oberste Pflicht, gegen das Böse zu kämpfen. Wir küssen sie natürlich erstmal, bevor wir hier irgendwas tun. Eure Lippen sind weich und süß und ich fühle mich geborgen in euren kräftigen Armen. Bitte küsst mich noch einmal. Ich genieße jeden Augenblick mit euch. Elianessa leidenschaftlich küssen. Das war wunderbar. Okay. Schade. Ich fürchte, ich muss euch schon bald verlassen. Ja. Schon als ich euch zum ersten Mal in Fionimble erblickte, wusste ich, dass ihr ein mutiges und edles Herz habt. Meine Gedanken werden immer an eurer Seite sein und mit euch gegen das Böse kämpfen. Den Halsschmuck finden gelöst. Kann ich nicht mal mit dir hier kurz irgendwo im Busch verschwinden? Sieht doch keiner. Nee. Mehr als geküsst wird hier nicht. Ist immerhin ein Spiel ab 12. Schade. Obwohl, ich meine, die ganzen Mädels da in Verdis ist ja da immerhin auch flach gelegt. Was soll denn das? Naja. Wir wollen ja nicht, dass sie vielleicht doch noch selber auch wegen unelfenhaften Benehmens irgendwie angezeigt wird. Wer weiß, vielleicht sind ja die Elfen irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht haben die da auch sowas wie kein Sex innerhalb des ersten Jahres oder so, wer weiß. Ich bin auf dem falschen Weg, stelle ich gerade fest. Ich wollte zu Boratus. Und jetzt? Nein. Ihr habt also nichts mehr zu sagen. Das ist sehr schade. Da unten ist das Haus. Genau. Müssen wir uns jetzt eigentlich für irgendjemanden entscheiden? Ach nee, es ist ja nur noch die Kuh übrig. Die Schlange war ja schon... Die war ja sowieso ein falscher Freund. Wurde getötet und die Wölfe, die waren schon so tierisch, dass sie jetzt als Wölfe leben, wenn sie denn den Kampf überhaupt überlebt haben. Antia. Ich bin überglücklich, dass ihr den finsteren Magier besiegen konntet. Vielleicht kann dieses heilige Wasser helfen. Überragend. Oh, es ist auch noch eine Elfe. Der Zauber ist gebrochen. Es ist wunderbar, meinen Körper wiedererlangt zu haben. Ich danke euch, Freund der Elfen. Nicht der Rede wert. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, oh Freund der Elfen.
Leider vermag ich euch nur mit Worten zu danken. Du hast keinen Trank des Scheintodes bei dir? Das ist aber schade. Solltet ihr jedoch jemals die Elfensiedlung unweit von hier aufsuchen, so sprecht mit meinem Vater Gavanariel. Er ist der hiesige Bogner und wird euch gewiss reich belohnen. Nur Tao, mein Freund vom Volk der Menschen. Ja. Okay, ja stimmt, wir haben auch noch nicht mit dem Vater von Ilianessa über unsere Hochzeit gesprochen. Vielleicht ein Glück, ein Grund nochmal zurückzukehren. Kann ich hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Muss ich hier hoch? Ich glaube eher nicht, nein. Boratus töten und seine Tiere heilen. Böse Verwandlung. Ach so. Ja, kann ich für den Eber noch irgendwas tun? Ich weiß gar nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Müsste ich ihm ja nochmal begegnen. Aber ich wüsste nicht, wie und wo ich ihm nochmal begegnen sollte. Ihr habt ein Blutbad zwischen den Elfen und Zwergen verhindert. Dafür habt ihr meine Dankbarkeit. Aber erwartet nicht mehr als das von mir. Ich habe die Halskette gefunden. Kann ich euch somit von nun an als meinen Schwiegervater betrachten? Hört mir gut zu, Mensch. In ein paar Jahrzehnten werdet ihr tot sein und meine Tochter ist dann noch immer ein junges Mädchen. Dann wird sie ihren Fehler erkennen und bereuen. Ja, ist ja gut. Kehrt zurück an den gottverdammten Ort, von dem ihr gekommen seid. Ich habe einen richtig tollen Schwiegervater. Ja, ja. Zeigt mir bitte, was ihr habt. Ja gut, kriegen wir dadurch irgendwie irgendeinen Rabatt? Ja, irgendwie ja nicht. Und so richtig toll sind die Sachen ja jetzt auch nicht. Na gut, ja, ich glaube, ich werde einfach mich nochmal informieren bezüglich der bösen Verwandlung, ob ich die noch irgendwie aus meinem Tagebuch rauskriege. Also ob es da noch irgendwas gibt, was ich da machen kann. Habe ich denn den Heiligen Gral mit dem Wasser? Habe ich noch bei mir. Gefüllter Heiliger Gral, ja, für den Fall des Falls. Nun gut. Ja, was haben wir noch an... Ach Gott. Genau, den Drachenpanzer, da habe ich jetzt schon vergeblich ein bisschen was gesucht und nicht gefunden. Der Kampf im Wirtshaus können wir nochmal machen. Wir können nochmal versuchen gegen, wie heißt der? Watzlaw, genau. Zum Kampf herauszufordern, ihn zu besiegen. Und ich habe mir gedacht, das können wir ja vielleicht tatsächlich schaffen, wenn wir einen von diesen Riesenstärketränken vorher schlucken. Ich glaube, anders schaffen wir das ja nicht. Das können wir mal noch ausprobieren. Okay, nein. Hier. Oh, ich habe gar nur einen großen Stärketrank. Na gut. Können ja den mittleren auch noch draufhauen. Vielleicht funktioniert es ja.